Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Dragon Quest 2. In der letzten Folge haben wir den Freund da hinten, die Hülya, dazu gebracht. Oder was heißt dazu gebracht? Er war sowieso auf der Suche nach dem Feld. Wir haben ihn beschützt. Und ihn dazu dann gebracht, dass er sich uns anschließt. Und er kann jetzt überall da, wo eine Vogelscheuche ist, das Feld umgraben. Umgraben, dass aus schlechter Erde gute Erde wird. Und das hat er jetzt auch schon getan. Und wir sollen jetzt zum nächsten Bauernhof gehen, weil wir haben jetzt das Feld größer gemacht. Dadurch ist der Lebensbaum hier wieder weiter gewachsen, das Gottesgewächs. Und wir sollen jetzt nach Nordwesten. Zu einem abgelegenen Bauernhof, wo wir wahrscheinlich noch weitere Samen finden werden. So, der hat immer noch so viel Schaden wie vorhin, also die heilen sich auch nicht. Das ist schon mal nett, wenn ich hier demnächst mal ein Level up kriege. Hier geht's rein. Dann können wir uns dem ja vielleicht nochmal nähern, oder wenn wir eine neue Waffe kriegen. Ah, ich glaube, wir sind sogar richtig. Ah, nee, hier ist ein Rätsel. Und um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Hier muss wahrscheinlich irgendwas drauf, aber ich weiß nicht von was. Okay, ich verstehe. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur Wasser in den Dings reinkriegen. Sicher bin ich mir nicht, aber wir probieren es einfach mal. Kreidestein, Kreidestein. Oh. Platzieren. Wasser kommt nicht so weit. Das kann ich nicht kaputt schlagen. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier so einen Weg rüber bauen muss. Aber dem ist nicht so. Nach unten darf ich auch nicht bauen. Keine Ahnung. Da war ein, okay. So, dich kenne ich noch nicht. Also, vom ersten Teil schon, aber nicht von diesem. Wir haben eine neue Anleitung bekommen, wegen diesem Blatt. Ah, Heilkräuter, endlich. Hier sind Ruinen, aber hier darf ich mich nicht durchgraben. Und da komme ich auch so nicht hin. Es gibt bestimmt was, wenn man den tötet.
Sehe ich nicht. Ich könnte da hoch mir einen Weg rüber, aber das ist, glaube ich, nicht gedacht. So, dann... Wobei, den Zipfel will ich wenigstens noch erkundet haben. Wenn ich schon die Karte so habe. Oh, der Geist ist auch neu. Und da geht's rüber zum Dings, wo wir schon waren. Okay, damit ist die Insel ja gar nicht so groß. Dann muss es irgendwo im Hafen sein. Oh, der Typ ist immer noch nicht wieder da. Ist hier ein Weg oder muss ich einen finden? Da ist irgendwas. So eine Ratte. Und vermutlich ist das auch der richtige Weg. Wirf einen Blick über den Hügel. Ein wahnsinniger Typ mit einer Hacke. Das klingt doch schon mal gut. Was hat ein höllischer Hof wie dieser noch hier verloren? Keine Sorge, ich werde den verdammte Ding in Loot zerlegt haben. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn du mir nicht hilfst, dann lass mich bitte allein, damit ich diesen Ort in Ruhe zerstören kann. Wie bitte? Du hast gehört, dass es hier einen alten Bauernhof gibt. Du hast gehofft, hier ein paar Samen zu finden. Du hast für diesen Bauernhof hier gesucht. Keine Sorge, ich werde ihn bald völlig zerstört haben. Was die Samen angeht, ich habe ein paar, aber ich werde sie dir nicht geben. Es gibt kein edleres Ziel im Leben, als zu verwüsten, weißt du? Ich bin sicher, dass mir der Meister der Zerstörung dabei gerade zusieht, wie ich diesen Ort in Stücke haue. Mhm. Ich kann nur eins sagen, wenigstens gibt es hier keine verfluchten Vogelscheuchen. Diese verdammten Figuren haben einen dunklen Einfluss auf mich. Ich muss sie nur ansehen und schon muss ich die Erde um sie herumflügen, zum Teufel mit einem Bauernblut. Was du auch tust, Fremder, benutze nicht diese Holzwerkbank, um eine Vogelscheuche zu bauen. Dann benutzen wir doch mal die Holzwerkbank, um eine Vogelscheuche zu bauen. Mir fehlt trockenes Gras. Da waren Samen drinnen. So, neue Platten. Ah, warte mal, das ist doch, glaube ich, Gras. Es ist cool, dass der auch immer das angreift, was ich gerade angreife. So, hier geht's noch hoch. Ist hier noch irgendwie was? Ich sehe nichts. So, was sagt ihr dann eigentlich? Ich
bin hungrig wie ein Kirschmaus Erbsaft. Ich verhungere. Ja, jetzt diese Weizensamen habe ich nicht, aber mein Bauch bläht sich durch den Weizen immer so sehr auf. Ich glaube, ich vertrage keinen Weizen. Glutenallergie? Meinst du, du hättest ein paar Kohlköpfe? Ich gebe dir für Weizensamen. Mhm. Saftige Kohlköpfe, ich verhungere. Auch gleich 10 will er haben. So, ich habe auch gerade wieder Hunger. Was willst du? Verhöhen, oder? Kann ja ein paar Tricks, die für jemanden für dich perfekt sind. Fertigkeiten, um schnell in die Höhe hinauszukommen. Seine Käsewerte weiß, wie man klettert. Man weiß schließlich nie, was man auf der Spitze eines mysteriösen Hügels findet. Du kannst eine Wandblöcke platzieren, um eine Treppe zu bauen. Allerdings kannst du einen Turm bauen, indem du hochspringst und einen Block unter dich setzt, bevor du landest. Der Schlüssel zum schnellen Klettern sind diese Techniken. Probier es direkt aus. Über mir warte eine Schatztruhe. Sie gehört dir, wenn du rankommst. So, wie war denn das mit dem Inventar? Nee. Vogelperspektive, Ansichtwechsel. Start. Ach da, Inventar. Kann ich denn diese Seile auch benutzen? Nee. Dann muss es ein Ding sein. Nochmal Weizensamen. Lebenssamen. Okay, den Lebenssamen esse ich doch mal. 5 weitere Lebenspunkte. Und als nächstes Hauptstory die Vogelscheuche platzieren. Oh nein, hast du gerade wirklich eine Vogelscheuche auf dem Feld gestellt, direkt nachdem ich dir ausdrücklich gesagt habe, dass du das nicht tun sollst. Was passiert mit mir? Ha, es ist genau wie ich befürchtet hatte. Ein Blick auf die Vogelscheuche und schon kann ich nicht anders als die Erde drumherum fliegen. O Meister der Zerstörung, erhört mein Gebet. Ich habe meinen Himmel mit Dreck des Erschaffens besudelt. Ich bitte um Vergebung. Nur dank eurer zerstörerischen Gnade war ich dieses Feld nicht von einem Holzsturmzug umgeben. Wäre es eingezäunt gewesen, fürchte ich, dass ich das bestimmt nicht gesehen, dass hinter diesem Feld Teile eines Holzsturms im Boden stecken, oder? Was du auch tust, okay. Und noch einer. Holztor haben wir bekommen. Und Holzzaun. Gigantisches Feld. Du hast dieses Feld eingezäunt, oder? Warum hast du das getan? Nein, das passiert schon wieder. Warum? Ich muss mal zugucken. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe jeden Zentimeter Erde innerhalb dieses verfluchten Zauns gepflügt. Du
Durchtriebener Teufel, ich nehme an, du hast auch noch selbst herausgefunden, wie man Holzstücke und Holztore baut. Mit Toren und Zeugen kann man Felder aller Formen und Größen anlegen. Sie sind wahrhaftig gefährliche Waffen. O Meister der Zerstörung, hört mein Gebet. Wieder wurde mein gesamter Körper vom Schweiß der konstruktiven Arbeit benetzt. Ich bitte um Vergebung. Wie war das? Ob ich auf deinem Bauernhof helfen möchte, wenn ich doch so gern Felder pflüge? Was willst du damit sagen? Du musst wissen, dass ich ein getreuer Anhänger der Kinder Hagons bin. Ha, dieser Kerl ist urkomisch. Komm, nehmen wir ihn mit zum Bauernhof und machen ihn zu einem Bauer. Also gut, du komischer Kauz, wenn du Samen hast, dann gib sie uns und mach keine Dummheiten. Wir können das auf die leichte oder auf die spaßige Tour machen. Schon gut, hier, sie gehören doch ganz euch. 17. Ausgezeichnet, sieht so aus, als hätte sich der weite Weg doch gelohnt. Komm, nehmen wir Fiete Vielfurch mit zum Bauernhof. Ich heiße Clemens, ich werde mit euch kommen und auf eurem Bauhof helfen. Ich tue, was ihr wollt, tötet mich nicht. Ach, das hat man noch nie vor. Okay. Gucken wir mal noch in die Ecke, sonst sieht das doof aus auf der Karte. Oh, da ist ein großer dabei. Oh, das wollte ich nicht. Hat aber gerade als Schutzschild gedient. Ah, Kohlsamen. Unglaublich, sie sich einer diesen Bauern erfahren. Dieses Gebäude, diese Felder, dieser Baum, diese Sünde können nicht mehr erlöst werden. Solch schamlose Bauten, solch unverschämte Werke, diese ganze Stadt stinkt nach dem Erschaffen. Ihr seid Ketzer. Ihr seid alle Ketzer und der Bauer. Pastor, dieser Mann ist ein Bauer, ein schändlicher Sünder. Tut was, vernichtet ihn. Hm, der Zeitpunkt deiner Ankunft ist äußerst passend, mein Anhänger. Du musst ohne Rast und Ruhe die Felder hier bestellen und die Erde pflügen und Feldfrüchte bewässern. Nein, nicht auch ihr noch. Warum? Hochwürden, warum? Na schön, ich werde mich eurem Lager des Frevels anschließen. Ich kann mich den Befehlen des Pastors nicht widersetzen. Clemens schließt sich dem Team von Schöninja an. Oh, da ist wieder was gewachsen. Gute Arbeit, Schöninja. Du hast nicht nur neue Samen gefunden, du hast auch noch einen neuen Freund mitgebracht. Clemens ist genau wie ich ein Nachkomme der besten Bauernfamilie von Grünfeld. Deshalb kann er wohl nicht anders, als alles zu pflügen, was er sieht. Ich habe nachgedacht, Schöninja. Wir haben getan, was der Pastor gesagt hat. Und jetzt haben wir große, schöne Felder und das Gottesgewächs ist auch gewachsen. Aber das lag doch nicht nur an den drei Aufgaben, die er uns gegeben hat, oder? Es wirkt alles zu leicht. Wir werden wohl abwarten müssen, schätze ich. In der Zwischenzeit sollten wir mehr Vogelscheuchen bauen und mehr Felder pflügen und mehr Nutzpflanzen anbauen. Du könntest sogar versuchen, Felder in interessanten Formen und Größen anzulegen, indem du sie mit Holzzaunstücken und Holztoren eingrenzt. Probier es direkt aus. Ah, Schöninja, wie ich sehe, kommt der Ausbau des Dorfes rasch voran und deine Fähigkeiten in seinem Bau verbessern sich ebenso zügig. Wunderbare Arbeit, Junge. Als Haupterbauer unseres bescheidenen Zuhauses obliegt es dir, mein Lieber, uns zu inspirieren, indem du die große Glocke noch einmal läutest. Besitzt du bereits genügend Kraft oder musst du vorher noch mehr Dankarbeiten mit Menschen sammeln? Wenn du unsere Bitten erfüllst und für uns schöne neue Gebäude baust und Felder bestellst, wird unsere Wertschätzung wie ein mächtiger Strom fließen und den Boden überschwemmen. Wo wir davon sprechen, es muss mühselig sein, steht die ganze Dankbarkeit aufzusammeln, nicht wahr? Ich habe gehört, dass es etwas Interessantes passieren könnte, wenn du die Glocke des Erbaus einen kurzen Schlag mit einer Waffe verpasst. Probier es doch mal aus. 132. Dann kriegt man alle, die hier lagen, okay? Oh, yo, lass nicht reizen, so viel schöne, saubere Erde zu haben. Ich bin so froh, dabei geholfen zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde, wenn ich ehrlich bin. Oh, wenn meine Eltern das doch nicht erleben könnten. Als ich noch ein Knirps war, haben sie mir diese Schätze gegeben. Sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Ja, das wurden sie. Ich möchte sie jetzt dir geben, Schöninja. Wurmfutter. Die Kugeln Wurmfutter sind toll. Verteile sie auf dem Boden und ich mach die Gegend drumherum zu schönem grünem Gras. Sobald du eine auf den Boden packst, werde ich alles in der Nähe sofort mit Gras bedecken. Also lass besser keinen auf den Feldern fallen, ja?
Wie wär's, wenn du beide Kugeln Wurmfutter in der Nähe auf den Boden legst, dann wird's hier nur grün und grasig. Wie, ganz schön große Reichweite. Du schleifst mich gegen meinen Willen her, zwingst mich, eure Felder zu pflügen. Ich bin ein treuer Anhänger der Kinderhagens. Das hier ist die Hölle auf Erden für mich. O weiser und mächtiger Meister der Zerstörung, bitte lasst für euren verlorenen Kinder Gnade walten. Was? Was meinst du damit? Sah aus, als hättest du Spaß beim Flügen. Sprich für dich selbst, du Erbauer. Wenn du so gerne baust, warum baust du uns dann nicht eine Scheune? Das hier soll doch ein Bauernhof sein und trotzdem fehlt es am notwendigsten. Eine Scheune ist ein Raum mit einer Truhe, einem Heuhaufen, einem Satz Landwirtschaftswerkzeug, einem Tau, einem Stapel Feuerholz und einem Topf. Pack das alles in einen schönen kleinen Raum. Ein Erbauer wie du kann bestimmt nicht anders, als riesige Hallen zu bauen, die alles überragen, aber denk etwas kleiner, ja? Räume gibt es in 5 verschiedenen Größen. Drücke in einem Raum Back, um die überprüfen, wie groß er ist. So, dann haben wir ja 2 neue Aufträge. Und die haben hier noch nicht umgegraben. Nee, nee, nee. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Pause. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.